Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Ich bin schon mal nach drin gegangen. Und hier scheint er zu sein. Wir sind im Außenposten angekommen. Ich glaube, da drin wird die Rolle sein. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine... Die Schriftrollen der Alten. In der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich... Ich bin darüber hin. Hier. Und wo ist die? Nun, hier. Das heißt, auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Junge. 10 von 10 kompliziert. Aber sowas von. Ich habe nichts verstanden, was er mir damit jetzt erzählt hat. Aber so gar nichts. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall zu den alten Dwemern. Das ist weniger leicht. Da. Alftant. Überschreibe das Lexikon. Von dort aus werden wir losreiten.
So, wir müssen umkehren und diesem Pfade hier unten folgen. Nebenbei werden wir noch diese Höhle erforschen hier, die bewacht wird von einem Gnom, alias Eistroll. Alter, hat die eine Feuerklinge? Dann leck mich am Arsch, Alter. Die hat eine Feuerklinge. Oh, das ist interessant. Ein Eisgeist. Aber wirklich könnt du der ja nichts, ne? Eisgeist, Eisgeist, 10, her damit. Oh, Dämmerwacht, Dämmerwacht, Leute. Woher seid ihr gekommen? Ah, vor allem die machen ja unnormal viel Schaden mit ihren Waffen gegen mich. So. Zeigt mir, was ihr könnt. Nein. Okay, geh einfach drauf. Geh einfach nur drauf. Was ist denn bitte hier so krass in die Luft geflogen? Dämmerwacht. Dämmerwacht, Kriegshammer. Ja, der wird sehr wahrscheinlich unfassbar stark gegen Vampire sein. Das war schon alles? Wirklich? Junge, in your neck. So. Und weiter geht es. Du beschwörst immer wieder dein Pferdchen. So ist brav. So, nehmen wir die Hütte da vorne noch weg. Was für einen Effekt habe ich jetzt gerade bekommen? Champion der Nacht. Ne. Wie hieß das Ding gerade eben nochmal? Machtsuche. Einsicht der Fürst. Schadensresistenz. Machtsuche. Keine Ahnung. Das ist mir gerade ein Rätsel. Ah, hier. Die müsste ja direkt hier sein. Die können wir ja nur noch mal kurz entdecken. Die können wir nur mitnehmen. Die sollte doch jetzt eigentlich hier sein, direkt. Wir sollten da drin sein. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Eisenbunthügel. Eisenbunthügel entdeckt. So, dann können wir jetzt weiter. Wir müssen jetzt hier links und dann nach hoch. Diesen Weg hier. Und Objekte. Ein bisschen Ausdauer kann ja nicht schaden. Vor allem, wenn wir sie auch zum Reiten benötigen. So, und hier entdecken wir jetzt auch noch gleich so eine Schlucht mit. Totenschrein entdeckt.
Von mir aus, wenn es denn sein muss, dann entdecken wir den halt auch gleich mit. Frage ist, was versuchen wir zu erreichen? Beschwörermeister. So, der Wolf macht den Rest. Stab der Kettenblitze, her damit. Stimmt, ich regeneriere aktuell nicht. Kräftige Heilung, bitte. So. Ah, ich glaube nicht, dass ich tot bin. Elfenbogen, Dietrich, her damit. Alter, dann ist der Rana immer mit ihrem, Pferd, das in die Luft fliegt. Ist auch geil. Avak beschwören. Nachmarkierung. Alter, was wir alles beschwören können. Licht beschwören, Mantel der Seelen. Das müssen wir so viel öfter mal benutzen. Das müssen wir so viel öfter benutzen, die Beschwörung. Ohne Witz. Ich glaube, damit können wir noch richtig punkten. Beschwörung sind wir ja noch komplett lost. Was das Level angeht. Unter mir wahrscheinlich. Müssen wir wahrscheinlich von hier oben irgendwie runtergehen, ne? Ah. Ja, wir sind ja auf jeden Fall im Dwenerland. Keine Ahnung, was wir hier finden werden. Na, vor... Ah, da. Da müssen wir irgendwie hin. Vor knapp anderthalb Stunden hat ein Kumpel gesagt, mit dem wir halt aktuell Insurgency Sandstorm zocken. Hat er nur so gemeint, ja, er geht mal kurz Klo-Serie gucken, was trinken, ist dann in einer halben Stunde wieder da. Das war es vor anderthalb Stunden. Bin immer noch am Aufnehmen. Ich habe ihm gesagt, ja, dann kann ich ja eine Folge aufnehmen. Das reicht zeitlich dann so, dass ich dann genau dann wieder fertig bin. Ah ja, okay. So. Jetzt habe ich schon die dritte Folge hier fast zur Hälfte durch und er ist immer noch nicht da. Ich wette mit euch, wir werden auch gleich noch die vierte Folge aufnehmen. Wahrscheinlich hat er sich hingelegt, ist müde geworden, eingeschlafen. Ja. Den sehe ich heute nicht mehr wieder, den Kumpel. Muss ich gleich mal ein bisschen alleine in Insurgency Sandstorm spielen, ey. Spielen. Ich muss damit ja irgendwie besser werden. Ich bin richtig scheiße in dem Game. Also richtig. Ich bin typischer Battlefield-Spieler. Und bei Insurgency Sandstorm muss der wirklich taktisch und klug und so vor... Klug, ne? Erstmal ins eigene Knie bumsen. Nee, da muss man richtig taktisch, langsam vorgehen. Und ich bin eigentlich eher so derjenige... Ja, hau drauf. Ich bin eher so Captain, hau drauf. Aber der Spielstil funktioniert in dem Spiel einfach nicht. Und da muss ich ein bisschen an mir arbeiten. Zumindest muss ich mir mal angucken. Gucken, ob ich bereit bin zu lernen. Ewige Heilung gefunden. Nice. Und von Talos noch. Septime. Wie viele Septime haben wir denn aktuell? 30.000. Wir haben nur für das Training ein bisschen was ausgegeben an Septimen. Wer ist da? Das wird euch ein
eine Lehre sein. So, die Zwergenspinnenarbeiter. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Warum? Kleine Heilung nehme ich erstmal mit. Essenz des Berserkers. Höchste Heilung. Ja, damit. Bedauerlicherweise kann ich sowas als Vampir immer gebrauchen. Heilung ist hier so das A und O. Schalt und Maß. Ich nehme es mal mit. So ein Journal kann ja grundsätzlich gesehen nicht schaden. Die Dwema. Zwergensphäre. Oh, das sind zwei Zwergensphären. Aber ich glaube, die Maschinen können nicht allzu viele gegen mich. So, und deswegen... Ah ne, hier geht's weiter. Ich habe schon gedacht, nur deswegen sind wir hier gewesen. Warum ist hier so eine komische Atmosphäre? Warum? Zwergenspinnenarbeiter wieder? Ach komm, du wirst doch wohl mit dem kleinen Zwergi hier fertig. Apropos Zwergi. Ich hatte früher mal einen Nachbar, der hieß Sergi. Das konnte ich aber nicht aussprechen, also habe ich ihn wohl immer Zwergi genannt. Das fand er wirklich nicht lustig und ich habe nie verstanden, warum. Der war auch irgendwie 4 Jahre älter als ich. Aber irgendwann ist diese Familie dann weggezogen und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Wir waren auch keine Freunde oder so. Es waren einfach nur Leute, die auf der Straße gewohnt haben, die ich nie mochte. War noch immer ein bisschen merkwürdig. War das so eine Art und Weise, die man nicht gefeiert hat. Bernstein? Heroisch? Nee, die brauchen wir nicht. Zauberlöschers? Peridotrin. Okay. So, dann lassen wir erst an den Zwergenspinnenarbeiter hier gucken. Hier habe ich Tränke gesehen, die mir gefallen. Ewige Heilung. Warum finden wir hier so viel ewige Heilung? Das ist doch voll krass stark. Also ewige Heilung, das macht ja egal wie viel HP wir haben, alles wieder voll. Das ist ganz schön nice. Wir gehen mal erst hier gucken. Eine Lehrlingstür, okay. Dahinter erwartet mich eine... Ihr wisst schon. Ansonsten ist hier nur eine Truhe. Bernstein, Septime, vergoldete Elfenrüstung der Kräftigung. Ah, für das Gewicht kann man das ja mal mitnehmen. Ah, vor allem schwere Rüstung wiegt ja jetzt nur noch halb so viel, habe ich ja geskillt. Das ist ja ganz schön geil. Kann man noch mehr davon mitnehmen, um die zu verkaufen. Die spoilert mich schon immer, wenn keine Gegner mehr da sind. Ja, das hätten wir jetzt geschafft. Das wäre erledigt. Hier sind wir jetzt gut durchgekommen. Es macht fast den Eindruck, als ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich hätte vorhin da unten gucken müssen, was in dem Loch da unten ist. Was eigentlich hier unten? Nicht ersichtlich. Auch okay. Kann ich hier runter? Oh nee, hier ist schon das Ziel. Na egal. Geh mal rein. Animoni Calorium. Was auch immer das kann. Hier scheint es noch einen Loot-Bereich zu geben.
Ein Falmer-Schild, ja. Oh, nee, die habe ich ja ganz vergessen. Oh, nee, stoßen wir jetzt hier unten auf die Falmer. Das wäre mir sehr unrecht. Auf so Falmer habe ich ja gar keinen Bock. Alter, diese Zwergensphäre hier, die ist ja richtig smartelig. Ah, mein Hund. Ja, komm. Macht sie einfach platt. Was ist das hier? Eibeutel. Ewige Ausdauer. Ah, Ausdauer können wir auch gebrauchen, weil die regenerieren wir ja logischerweise auch nicht. Ja, aber hier sind diese Viecher. Schnell hoch. Bevor Serana die Kacke da auslöst. Ja, komm, Eibeutel, her damit. Wer ist da? Ach, hier war auch ein Hebel. Ja, wenn auf beiden Seiten ein Hebel ist, dann ist die Tür ja schon mal wieder sinnlos. Wer ist da? Das wird euch eine Lehre sein. Und dabei wird ja immer gesagt, die Dwemer sind ja die krassesten Typen, die es hier gibt, von der Intelligenz her. Aber das hat keiner durchbracht. Goldener Ring. Warte, war der 900 wert? Goldener Aquamarinring. Oh, hier geht's richtig tief unter. Okay. I'm a little bit impressed. Tür aufschließen, Lehrling. Das gibt mir auch noch kaum XP. So eine Lehrlingstür aufschließen. Das wird euch eine Lehre sein. So, jetzt warte mal ganz kurz, bevor ich hier weiter dackel. Ich muss hier sogar lang. Schaurus-Eier. So, dann hier. Experte. Das wird jetzt doch ein bisschen mehr XP geben. Zwar nicht unnormal viel, aber etwas. Krieg 17. Einfach gar nichts machen. Klappt auch schon. Zwergenhelm. Was hat eigentlich meine aktuell für einen Rüstungswert? 54. Holy shit. Meistertruhe. Meistertruhe ist die schwerste. Na, ihr seht, wie viel mir die Expertentruhe gegeben hat. Okay, wir müssen neu ansetzen. Also, der Winkel, also wir sind da ungefähr. Gucken wir mal so, auch nicht. Guck ich mal so, auch nicht. Also die Meistertruhe ist halt wirklich fucking hart. Die Meistertruhe ist somit das Schwerste, was es gibt. Neu ansetzen. Ah, okay. Ah? Nee, noch nicht ganz. Das war zu weit. Das war definitiv zu weit. Das habe ich gespürt. Wir müssen ungefähr so. Ganz knapp. Nein. Ja. Schlossknacken verbessert. Septime. Der Glut. Der Scheiß kann hier bleiben. Ah. Das können wir mitnehmen. Das ist dann doch nochmal ein bisschen was wert gewesen mit 843 Talern. Hier ist auch noch was. Stahlkriegshammer, das brauchen wir nicht.
Geht's hier weiter? Nee. Das ist ja vielleicht doch nur eine Sackgasse. Einfach nur ein Lootraum. Ist ein Lootraum. Da müssen wir ja wirklich hier runter. Wer ist da? Und da liegt auch ein Falmer. Ach, das heißt, wir müssen gleich gegen die wunderbaren Falmer kämpfen. Ich mag die nicht. Septime. Für 570 nehme ich den Scheiß mit. Hä, wo hast denn du auf einmal den Ork her? Oh lol, der lag hier. Schlaues Mädchen. Also ich mag Serana. Die ist echt cool irgendwie. Da ist der Erste. Du bist vergiftet worden? Ah, dafür könnte ich jetzt den Trank einsetzen, aber die Vergiftung ist halt echt nicht der Rede wert. So. Junge. Dem habe ich ja mal richtig übel die Birne weggeballert. Oh. Und tschüss. Mein Freund. So, schnell hier durch. Bevor wir gebrutzelt werden. Oh, hier vorne sind Zelte. Das heißt... Hier sind doch Fallmach. Level 9. Keine Herausforderung. Erstmal Zutaten sammeln. Hallo, ich komme dich in deinem Haus besuchen. So, Fallmach Schattenschleiche. Gift nehme ich. Verkaufe ich zwar, aber nehme ich. Ist leicht und bringt Geld. Feiner Hut. Nordmeat. Nee. Ist hier nicht so eine Truhe? Nein. Das ist keine Truhe. Seht ihr? Patty ist immer noch nicht da. Also mein Kumpel, ne? Wer ist da? Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. So, an der Stelle... Möchte ich mal. Was ist? Markiere ein Ziel für 10 Sekunden. Die Markierung explodiert, wenn das Ziel von deinem Beschworenen. Nein. Flammendiener. ...751 Kosten. Ich habe gerade mal 190. So, ich glaube, wir... Drachenzähne. Lehrlingsstufe. Ey, Serana, verschieb mich nicht. Das hätten wir geschafft. Oh, die haben ja 1000 Pilze hier. Haha, die wissen, was gut ist, hä? Die wissen, was gut ist. So, hier ist eine Schmiede, aber ich brauche jetzt hier nichts schmieden. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, mal ein bisschen... Okay, ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Das ist definitiv keine gute Idee. Guckt euch das an. Leute. Magie. Schrei.
Ich brauche. Entwaffnen, feuert im Kampf ist gut. Unerbitterliche Macht. Was? Das finde ich jetzt frech. Das finde ich jetzt frech. Ich möchte ganz gerne Schriftrolle. Das machen wir sofort. Das machen wir mal. So. Und alle weg mit euch. Das hätten wir geschafft. Ja. Gar kein Problem. Ich noch so für mich. Dann nehme ich auch mal mit. Ebenerz, auf jeden Fall. Zauberhand der Heilung. Objekte. Rolle. Rolle, Rolle, Rolle. Das hier. Ich habe einen permanenten Frostdiener. Auch nicht schlecht. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was hier rumliegt. Kann man nie genug haben von dem Scheiß. Aussortieren tun wir später. Menschenfleisch. Natürlich habt ihr Menschenfleisch hier. Was ist hier hinter? Okay. Alter, du hast deinen. Ich hab meinen. Können wir eine ganze Beschwörerarmee hier aufbauen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Wo müssen wir denn hier eigentlich hin? Da will er hin. Ich glaube, wir müssen hier weiter hingucken. Ah, hier geht's noch weiter nach unten. Ja, mein Frostdiener darf da gerne mal vorauslaufen. Ich habe keine Magika mehr. Okay, dann Bogenschießen. Widerliche Kreaturen. Ich gehe auf den Fall mal da unten. Wie dem seine Waffe aus der Hand geflogen ist. Einmal Schwert. Vulkanglasfall, Silberbarsch. Warum die alle Silberbärsche haben? Das ist mir ein Rätsel. Türe öffnen. So, die Falle lösen wir mal aus. Alftrand-Kathedrale. So Leute, ich würde sagen an der Stelle, ihr wisst Bescheid, ne? Folge vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Edison Burger. Tschüss.